Herzlich willkommen bei André talkt anderswo. Der Talkshow mit mutigen und wahnsinnigen Geschichten. Von und mit André Christen. Und das bin ich mit dem Podlog 278 am Dienstag, den 5. September 2023. Es ist gleich 0 Uhr und wir haben noch 9 Grad Außentemperatur. Ja, es ist ein bisschen wieder frischer geworden, aber der Tag war wirklich schön. Wir hatten gut Sonne, aber es ist insgesamt kälter geworden. Der Wind war ein bisschen frisch heute und ja, es ist einfach nicht mehr so warm. Ich bin natürlich nach wie vor in Nordschweden, in Korpilombolo und habe einen tollen Tag mit meinen lieben Freunden der Travel Family verbracht. Ich habe gearbeitet, aber wir haben uns auch zusammen getroffen, haben Kaffee getrunken, Verena hatte Kuchen gebacken. Das war wieder sehr lecker. Vielen Dank an dieser Stelle für die Kaffeeeinladung. Ich habe nochmal Wäsche gewaschen, eine zweite Maschine. Und heute Abend klopfte es an meiner Tür. Ich war noch am Arbeiten. Und da stand Benny davor und fragte, ob ich denn einen geräucherten Barsch mitessen möchte. Ja, da habe ich mich natürlich nicht Nein sagen hören und habe von Benny dann kurze Zeit drauf einen geräucherten Barsch serviert bekommen. Der war wieder sehr köstlich, wirklich lecker, so frischer Fisch aus dem See. Also der war jetzt kurze Zeit mal eingefroren, weil die so viel geangelt haben, dass man dem gar nicht Herr werden kann, so frisch. Aber sehr, sehr lecker und man weiß halt, der kommt halt wirklich aus der Natur ohne irgendwelche Zusätze oder irgendwelche Zuchtmittel oder was weiß ich. Oder irgendwie beim Verarbeiten, wenn man dann tiefgekühlten Fisch hat oder so. Also wirklich sehr lecker und frischer geht's nicht. Vielen Dank, Benny, an dieser Stelle. Ja, und dann hieß es heute Abend nochmal schnell rauskommen. Denn Jochen hat mir das erste Foto geschickt mit Nordlichtern. Ja, heute Abend war es soweit. Wir haben die ersten Nordlichter, Polarlichter gesehen. Noch ganz zaghaft, ich habe sie bei Instagram in der Story gepostet, also wenn ihr schnell seid, könnt ihr die noch sehen. Den ganzen Mittwoch bis abends sind die dann noch zu sehen. Und sie sind noch zaghaft mit dem bloßen Auge kaum zu erkennen. Also wenn man weiß, wie Nordlichter aussehen und das schon mal gesehen hat live, dann sieht man so graue Schleier am Himmel und merkt, dass das kein Nebel, keine Wolken sind, weil die heute zum Beispiel in eine ganz andere Richtung zogen. Jochen hat mir das nochmal gezeigt, die Wolken waren so quer und längs dazu waren dann die Nordlichter. Also das konnte man dann sehr schön erkennen, wenn man das weiß. Und wenn man dann aber mit dem Handy eine Aufnahme macht, dann kann man tatsächlich Nordlichter sehen. Und ich hoffe mal stark, dass die jetzt einfach noch stärker werden die nächsten Tage und dass wir klare Sicht haben. Es waren schon noch viele Wolken auch dazwischen. Das sieht man auch auf den Bildern. Aber es ist natürlich ein Traum, wieder Nordlichter zu sehen. Ich habe sie ja 2020 am Nordkap das allererste Mal gesehen. Das war natürlich der Oberhammer. In der Nacht wäre meine Oma 99 geworden damals und das war für mich ein sehr besonderes Erlebnis. Und dann habe ich, glaube ich, 2 Tage später in Alta, das ist ein bisschen südlicher vom Nordkap, auch nochmal sehr, sehr intensive Nordlichter gesehen. Die sind natürlich nicht zu toppen im Moment, aber ich bin mal gespannt, wie das nächste Zeit wird, was wir noch sehen und zu sehen bekommen. Dieses Naturphänomen ist einfach fantastisch. Googelt es selbst, ich muss es auch immer googeln, wie das zustande kommt, diese Sonnenstürme, es ist eben, ja, es wird von der Sonne abgestrahlt quasi oder abgeworfen. Das sind ja so Sonnenstürme, die eben von der Sonne abfallen quasi, wenn man das so ja ganz platt mal sagen kann. Lest euch selbst durch. Ich bin kein Wissenschaftler und ich kann das auch nicht so gut wiedergeben, wie ihr das irgendwo nachlesen könnt. So, jetzt ist die Folge ziemlich lang geworden und trotzdem muss ich noch einen Hinweis loswerden, denn gestern Abend ist auch die neue reguläre Podcast-Folge online gegangen. Und das ist wieder mal eine ganz besondere Folge, denn es ist eine Jubiläumsfolge. Aber hört selbst hinein, nach diesem Podlog gleich rüberspringen zur aktuellen Folge. Viel Spaß damit und dir jetzt einen wunderschönen Tag irgendwo anderswo. Musik.
ganz lieben Dank fürs Einschalten bei André Talkt Anderswo. Wenn du noch mehr hören möchtest, schau gerne bei andre-anderswo.de vorbei.